Morgen aus Berlin. Ich bin diese Woche mehr oder weniger spontan Hals über Kopf in die Hauptstadt geflogen, weil die Musterteile, die Pre-Production Samples, angekommen sind. Die hätte ich eigentlich online mustern sollen, habe sie mir jetzt aber doch vor Ort angeschaut, da ja, die letzten Wochen ich so das Gefühl hatte, gerade so bei der ersten Kollektion macht es durchaus Sinn, sich die direkt live vor Ort anzuschauen, um dann gegebenenfalls kleinere Anpassungen machen zu können. Und rückblickend betrachtet, muss ich auch sagen, war das die richtige Entscheidung. Ich konnte mir alle Teile anschauen, die es in der Kollektion geben wird, im Originalstoff, noch nicht in der Originalfarbe. Stickproben konnte ich mir auch schon anschauen und ich bin echt happy. Sowohl von der Chino über den Hoodie, über das Hemd, das T-Shirt, bin ich wirklich begeistert und hat noch minimale Anpassungswünsche, sei es was Nähte angeht, am Ärmel oder am Hoodie. Da gab es noch ein paar kleinere Sachen oder dass die Taschen größer werden müssen an der Chino. Ansonsten war das aber alles schon sehr, sehr geil, wirklich happy und hat mich auch ein Stück weit beruhigt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß nicht, ob das dann die German Angst war. Ich irgendwie mir vorgestellt habe, dass wir vielleicht doch noch ein, zwei Runden drehen müssen. Aber so habe ich das Gefühl, auch die Jacke sieht super cool aus. Da haben wir jetzt nochmal die Kordellänge definiert. Das war noch nicht die Originalkordel, die kommen jetzt noch. Also ein paar Trims fehlen noch. Auch die Knöpfe, die haben wir jetzt uns angeschaut, die waren noch nicht dran. Aber summa summarum kann man eigentlich sagen, wir sind good to go dann für die Produktion. Ja, noch was richtig cool ist, ist, dass entgegen meiner Erwartungen, das haben wir in einem Video gesehen, mein Endgegner Polyester bzw. Polyestergarn, dass die Chino, die ist aus einem super, super geilen Stoff aus Deutschland gemacht. Der ist aber auch super, super teuer, muss ich dazu sagen. Ich habe doppelt so teuer, als hätte ich einen anderen Stoff vergleichsweise, der auch cool war, aus Portugal genommen. Und nach meinem Wissensstand ist sie sogar mit Tencelgarn genäht. Also das bedeutet, die ist vollkommen plastikfrei, also auch das Band für den Reißverschluss, den da zu setzen, ohne Plastik, ohne alles. Das heißt, ja, wenn ich die recycle oder irgendwo kompostieren wollen würde, dann in 100 Jahren, reiße ich den Reißverschluss raus und fertig. Da bleibt halt einfach nichts zurück, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und sie fühlt sich halt auch einfach geil an, also qualitativ einfach ja, top-notch. Ja, auch die Laptops sehen gut aus, das heißt die Farbproben, die Pantonfarben, die ich mal definiert habe auf den Textilien. Und da bin ich Goldgarment Collective dankbar, ja, die da mit drauf geschaut haben, weil ich hätte da die Nuancen wahrscheinlich nicht unterscheiden können oder hätte nicht gesehen, dass der Almond Buff Beige Ton noch einen leichten Grünstich hat. Das war schon gut. Einzig und allein der blaue Laptop, der blaue Stoff, der müsste ein bisschen dunkler werden. Da müssen wir nochmal ran, da gibt es jetzt nochmal eine Runde. Aber ansonsten sieht das schon ziemlich gut aus und bin da auch glücklich. Ja, mit dem Thema Caps bin ich auch ein gutes Stück weiter gekommen. Da haben sie den Target genannt bekommen, der die Cap jetzt nahezu plastikfrei produzieren kann. Heißt, der B, das ist ja der Hauptteil, der wird aus 99% recycelten Jeans gemacht. Die Schweiß beim der Innie an den Seiten können mit Cotton gemacht werden. Bei den Garnen sind wir uns nicht ganz sicher, ob es mit ja, Tencel oder Baumwollgarn funktioniert oder ob da Polyestergarn drauf oder aber sonst. Was nach meinem Bestandteile kriegen wir Plastikspaghetti. Der Die wird dadurch auch ein bisschen weicher, hat nochmal ein ganz eigenes, hat sich auch ein eigenes Look, weil ich ganz geil schwingt. Aber es ist schon ganz cool. Ja, was mit Sicherheit noch eine spannende Geschichte ist, ist das ganze Thema Line Sheets. Bedeutet, dass ich einmal jetzt definieren muss, welche Größe ich überhaupt anbieten will und danach für welche Stückzahl. Was beigeht, schwierig ist, da ich noch gar nicht so sehr weiß, welche Stückzahl jetzt abgefragt wird. Weil wir haben eine Ahnung davon, wenn wahrscheinlich mehr M und L machen wie Klassiker und weniger S. XL, aber wenn sie jetzt noch rausstellen, dass vor allem in Skandinavien jetzt so gut einkommt, habe ich mit einem Problem oder in Italien. Das weiß man aber vorher erst Kollektion nicht. Garmin-Kollektiv wieder verraten, die wir da an den Start gehen sollen. Aber das wird sich jetzt auch spannend zu sehen. Auch gerade bei der kleinen Stückzahl die Überlegung, wie viel Teile nehme ich jetzt welcher Größe. Wenn die Teile alle so gut aussehen, hat das schon die Befürchtung, dass wir gleich noch ein, vielleicht sogar zwei Runden mit dem einen oder anderen Teil gehen müssen. Das wird jetzt nicht bestätigt. Das heißt, nächste Woche muss ich nur noch die finalen Farben entscheiden. Die finalen Größen entscheiden. Wir müssen noch so ein paar Trims warten, wie die Kordeln, Knöpfe etc.
einen Laptop, den blauen. Aber im Grunde genommen sind wir dann good to go, um in die Produktion zu gehen und noch vor die Sommerpause zu rutschen. Das war ja noch so meine größte Angst und meine größten Bedenken, damit die Teile wirklich fertig werden und ich mir das dann noch anschauen kann im Portelwerk. Aber jetzt freue ich mich erstmal wieder, nach einer Woche meine Family zu sehen und die Woche ausklingen zu lassen, bevor es dann nächste Woche wieder mit Vollgas losgeht Richtung Produktionsstart. Bis nächste Woche. Hasta luego. Ciao.